Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem, ja, ich sag mal Intermezzo. Herzlich willkommen zu Donkey Kong, aber nicht zu irgendeinem Donkey Kong. Herzlich willkommen zum allerersten Donkey Kong überhaupt. Der erste Videospielauftritt von Donkey Kong, da oben links in der Ecke, der allererste Videospielauftritt von Prinzessin Peach oder Prinzessin Toadstool, wie sie ja zwischendurch auch genannt wurde. Sehen wir da oben am oberen Bildschirmrand auch. Und der allererste Auftritt von dem Nintendo-Helden schlechthin. Der allererste Videospielauftritt von Super Mario, der hier in diesem Spiel tatsächlich noch Jumpman heißt. Ihr seht es da schon stehen. Ein Spiel von 1981, produziert von Nintendo in Japan. Und ich habe gesagt, ein kleines Intermezzo, das meine ich so, es hat ja ein paar, ich sage jetzt an dieser Stelle einfach mal, es hat ein paar Veränderungen in meinem Leben gegeben, ein paar Veränderungen privater Natur. Das führt letztendlich auch dazu, dass es mit ziemlicher Sicherheit keine weiteren Super Mario World Folgen zusammen mit der Sky hier auf dem Kanal geben wird. Und ich bin gerade so ein ganz kleines bisschen am Überlegen, wie genau ich das jetzt mache, weil es ist mir absolut zuwider. Ich finde es absolut zum Kotzen, ein unerledigtes, ein abgebrochenes Let's Play auf meinem Kanal stehen zu haben. Deswegen habe ich ja nach und nach auch immer mal wieder die pausierten Let's Plays weitergemacht. Die Liste, die habe ich ja tatsächlich inzwischen eigentlich auch schon ziemlich gut abgearbeitet. So sonderlich viele Titel stehen da gar nicht mehr drauf und um die werde ich mich garantiert über kurz oder lang auch noch kümmern, sobald ich den Platz und auch die Zeit dafür habe. Während ich jetzt aber überlege, was mit Super Mario World passieren soll, wie es mit Super Mario World hier auf dem Kanal weitergehen soll, es gibt ja im Prinzip zwei Optionen. Entweder ich finde einen neuen Partner, der das gemeinsam mit mir an der Seite von Mario und Luigi weiterspielt, oder ich muss es tatsächlich als Solo-Let's Play weitermachen. Ja, mir ist die erste Option tatsächlich lieber. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich tatsächlich jemanden finden werde, der dazu bereit ist, das gemeinsam mit mir hier als Let's Play zu produzieren. Und von daher habe ich mir gedacht, während ich suche, werde ich erstmal ein, vielleicht auch zwei Wochen hier so Intermezzos einbauen, weil Donkey Kong, das wollte ich tatsächlich schon länger mal als Let's Show bringen. Ich habe jetzt einfach mal Start gedrückt. Heißt das, es fängt jetzt an? So, okay. Wir sind Jumpman. Wir sind jetzt einfach mal unterwegs hier. Oh Gott. Alter, diese Steuerung, ne? Jump! Und da sind wir gleich schon mal tot, weil er aus irgendeinem Grund den Hammer nicht nehmen wollte. Na gut. Das verspricht lustig zu werden. Diese erste Stage, die habe ich tatsächlich in einem Probelauf auch schon mal geschafft. Und das ist so das Mindeste, was ich heute ganz gerne hier erledigen würde. Wie lange hält das eigentlich? Ja, nicht lang genug, nicht lang genug. Oh Gott. Spring! Oh Gott. So, okay. Und ups, rüber und hier hoch. Und da haben wir die erste Stage schon. Ja, wie geil ist das denn bitte? Das war eigentlich gar nicht so schwer. Jetzt weiß ich, wieso das der Sky mal passiert ist. Das kommt wirklich verdammt. Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein... Das sind aber keine Fässer, die du da schmeißt, mein Freund. Oh Gott.
Nee, das wird so nix. Ach, da unten darf ich nicht drauf? Und das ist eine Scheiße, ey. So, okay, dann machen wir es anders. Bleibt die Flamme da jetzt? Nein! Ich bin abgestürzt. Ich wollte es nicht. What the fuck? Okay, das ging schnell. Dann mal Select. Dann starten wir mal Game B. Ich muss hier tatsächlich mit Start und Select in dem Menü hantieren. Ich glaube... Okay, Spiel B kommt mir sehr vertraut vor. Ich wage jetzt einfach mal die Behauptung aufzustellen, dass das kein sonderlich langes Let's Show werden wird hier. Ja, 10, 15 Minuten, mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. So, da einmal rüber. Da einmal rüber, da hoch, da noch einmal rüberspringen und dann sind wir doch auch schon... Alter! Das klappt doch schon ganz gut. Dieser Stage hier, der reizt mich viel mehr, den mal in Ruhe anzugucken hier. Allererstes natürlich holen wir uns das Ding. So, dann will ich jetzt als allererstes da die... Okay. Das schaffe ich also mit einem einfachen Sprung nicht. Ist gut zu wissen. Dann müssen wir es anders angehen. So. Das machen wir als erstes. So, dann fahren wir mit dem Fahrstuhl hier runter. Und dann springen wir nämlich hier rüber. Leck mich doch am Arsch. Ja, da oben sieht man tatsächlich auch schon M und L. Die Buchstaben Mario und Luigi vielleicht? Also, soweit ich weiß, heißt der gute Mann Jumpman in diesem Spiel. Oder zumindest im Original. Ich weiß nicht, ob es da nochmal eine Neuauflage von gab, wo sie dann den Namen des legendären Charakters dann eingebaut haben. Oh Gott. Springen hier immer darunter. Die springen immer darunter, ne? Haha! Nimm das! Ach du Scheiße. Wie funktioniert denn das? Ganz ehrlich. Was mache ich denn jetzt hier? Also ich hätte es ja behauptet. Scheiße. Oh, ich hätte es gerne nochmal hier gestartet. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, wir müssen über die... wie sagt man? Nein. Über diese gelben Felder da rüber, wisst ihr? Okay, wir starten ein Spiel, machen wir noch einen Durchgang und dann soll es eigentlich auch schon reichen. Es geht ja nur darum, das Spiel einmal zu zeigen. So, wir haben jetzt eine ungefähre Idee, wie es funktioniert. Ja, ich möchte Stage 3 eigentlich nochmal versuchen. Ui! Wow, hops, oh, hops, verdammt nochmal, das kann doch nicht wahr sein, dass der mich hier tatsächlich jetzt im ersten Stage schon erwischt, das ist nicht gut.
Ja, ich könnte vielleicht nochmal die Hammer mehr benutzen, aber ich finde es eigentlich... Also hier ist das Timing echt einfach. Das ist echt kein schwerer Stage hier. Man braucht halt nur genug Zeit, um sich auf die Fässer einstellen zu können. Oh, das ist doch nicht wahr! Zweimal an der gleichen Stelle gestorben. Oh Mann. Ich werde den dritten Stage nicht nochmal probieren können, ne? Ach, das war damals aber auch knallhart. Ja, Videospiele waren damals echt... nichts für Schwache, nur Gott. Also da musste man sich wirklich reinfuchsen, um da irgendwas zu erreichen. Wisst ihr, was das Traurige ist? Ich bin dreimal an der gleichen Stelle gestorben. Na gut, aber ich glaube, für einen kurzen Überblick reicht's. Das war Donkey Kong. Wenn ihr mehr davon sehen wollt oder wenn ihr vielleicht andere klassische Nintendo oder Super Nintendo Spiele oder was auch immer wisst, wo ihr sagt, Mensch, guck doch da mal rein, probier das doch mal aus. Eventuell ist das ja was für dich. Dann haut mir das ruhig in die Comments. Ich würde mich eigentlich prinzipiell, ich freue mich eigentlich immer, wenn ich irgendwas von euch höre. Bis auf den Spam. Ja, aber den kriegt ihr ja gar nicht zu Gesicht. Aber ansonsten, ich freue mich über alle eure Kommentare. Ich lese auch alle eure Kommentare. Und ich würde mich freuen, noch viel, viel mehr von euch zu hören. Ich bin der Rio. Ich klicke mich jetzt an dieser Stelle aus. Aber wir hören voneinander das nächste Mal, wenn es dann hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht.